Modul 1. Projekte anfangen ist was ganz Besonderes. Denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jedes Projekt fängt damit an, dass es eine Idee gibt, etwas in der Welt zu verändern und das mit anderen zusammenzutun. Und was Projekte dabei besonders macht, ist, dass sie Menschen zusammenbringen, die sonst so nicht zusammenarbeiten. Denn sonst wäre es ja auch Routine. Und weil jedes Projekt etwas Neues ist, ist es immer wieder wichtig, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Denn sonst sind Missverständnisse unvermeidlich. Und die führen dann später zu Stress und Konflikten. Wir schauen uns in diesem Kurs 4 Phasen von Projekten an. Angefangen mit der Idee, dem Traum, was möglich sein könnte. Im zweiten Schritt geht es dann in die Planung, die dem Traum Struktur gibt. Und wenn der gemeinsame Plan gut genug ist, ist es Zeit zu handeln, den Plan umzusetzen und in die Praxis zu bringen. Wenn das gelungen ist, dann sollten wir nicht vergessen, das Projekt abzuschließen und unsere Erfolge zu feiern. Heute geht es um den Projektanfang, den Traum. Und dieser Traum, diese Idee, kommt manchmal von einer Person. Manchmal kommt sie auch im Gespräch auf. Und alle, die dabei mitmachen wollen, haben so ein Stück weit eigene Gründe, warum sie Lust auf das Projekt haben und andere Vorstellungen, wie das dann schließlich aussehen kann. Dazu habe ich eine kleine Geschichte. Kay hat im Urlaub eine Freundin in Stuttgart besucht und dort das Projekt Wanderbaum kennengelernt, das Bäume in mobilen Containern durch die Stadt bewegt, um Bewusstsein für autofreiere Nachbarschaften zu schaffen. Jetzt hat sie ein paar Leute zusammengebracht, um vielleicht ein ähnliches Projekt hier in Kirchheim zu starten. Die Gruppe sitzt zusammen und redet. Was würde mir ermöglichen zu sagen, ich bin so froh, dass ich bei diesem Projekt dabei wäre? Aiden meint, na, wenn wir es schaffen, dass wir die Politik erreichen. Susanne ergänzt, ich will bunte Nachbarschaftsfeste haben. Spaß, Kunst, Kultur, Kinderlachen. Soledad sagt, es wäre toll, wenn uns kleine lokale Geschäfte unterstützen. Die haben doch auch was davon. Und vielleicht will Peter einfach nur mit der Gruppe was zusammen machen. Und Marlin hat Lust zu lernen, wie Projekte so gehen. Ein solcher Traumkreis ist ein toller Weg, um ein Projekt zu beginnen und die verschiedenen Träume und Ideen im Raum zu sammeln. Das kannst du alleine machen, nur für dich. Dazu nimmst du dir ein Blatt Papier und einen Stift. Stell dir vor, das Projekt ist bereits vorbei und es ist richtig, richtig gut gelaufen. Was hat es ermöglicht, dass du nun sagen kannst, ich bin so froh, dass ich bei diesem Projekt dabei war? Wenn du magst, pausiere gerne das Video und mach dir eine Liste. Du findest die Aufgabe auch unten zum Herunterladen. Wenn ihr in einer Gruppe zusammensitzt, dann geht das natürlich auch. Dann fangt ihr damit an, dass jede erstmal eine solche Liste macht. Und dann gebt ihr der Reihe nach Antwort auf die Frage. Jeweils ein Element, vielleicht mit Hilfe von einem Redegegenstand. Und wer gerade nichts dazuzufügen hat, kann natürlich weitergeben. Wenn ihr wieder an der Reihe seid, könnt ihr eine neue Idee dazufügen. Und dabei ist ganz wichtig, alle Ideen mitzuschreiben. Vielleicht auf einem großen Flipchart hin im Raum. Und versucht während der Runde das nicht zu diskutieren, damit ihr wirklich in diesem gemeinsamen Traum mit den verschiedenen Ideen bleiben könnt. Auf der Grundlage einer solchen Sammlung könnt ihr jetzt den gemeinsamen Projektrahmen definieren. Was ist euer Ziel? Welche Elemente gehören dazu? Mitmachen zum Beispiel, Aspekt von Kunst oder Kooperationen mit lokalen Geschäften hier am Beispiel. Schaut auch nochmal, welche Bedingungen wollt ihr bei der Umsetzung beachten. Gibt es vielleicht einen bestimmten Termin, bei dem ihr fertig sein wollt? Oder ein bestimmtes Budget, was ihr nicht überschreiten wollt? Oder vielleicht auch, dass es euch wichtig ist, gut miteinander umzugehen? Je nach Projekt kann ein solcher Projektrahmen mehr oder weniger komplex oder formal werden. Wichtig ist, dass ihr diesen Projektrahmen aufschreibt und euch explizite Zustimmung der Beteiligten holt. Das vermeidet spätere Missverständnisse. Auch wenn ein Projekt schon läuft, kann es hilfreich sein, den Projektrahmen explizit zu machen. Zum Beispiel, wenn neue Leute dazu gekommen sind. Ein tolles Werkzeug dafür ist der Projekt-Canvas.
Darin findet ihr verschiedene Aspekte und Fragen, die Projekte beschreiben können. Sowas wie, was ist der Zweck? Was sind Etappenziele? Was ist das Ergebnis? Ihr werdet in sozialen Bewegungen wahrscheinlich nicht von KundInnen sprechen. Ersetzt das einfach durch Zielgruppen oder Beteiligte. Nimm dir jetzt Zeit, für dein Projekt den Projekt-Canvas auszufüllen. Dabei wirst du wahrscheinlich auf offene Fragen stoßen, die ihr beim nächsten Projekttreffen besprechen könnt. Oder ihr füllt den Canvas direkt zusammen in der Gruppe aus. Sobald ihr euch auf einen Projektrahmen geeinigt habt, ob mit Canvas oder nicht, könnt ihr in die genauere Planung eures Projekts einsteigen. Ihr seht schon, es hilft ungemein, sich gemeinsam über die verschiedenen Vorstellungen zum Projekt auszutauschen und die große Idee in kleinere Teile herunterzubrechen.